Hallo? Da rechts ist sie. Ah, ich wollte schon sagen, keiner da. Na, ihr beiden? Wir haben das ist hervorragend, Wilhelm. Unsere Bande mit den Kappadozianern werden sich festigen, wenn wir Garinol über Mercurius' Verrat informieren. Wilhelm, ihr seid ein Brucher, wie er im Buche steht. Selbst unser Urvater Brucher wäre stolz auf euch. In aller Bescheidenheit, Herrin, ich hätte es nicht geschafft ohne Christophs Hilfe. Er hat es gut gemacht. Christoph hat sich bewundernswert geschlagen. Ich denke, er ist bereit, vom bevorstehenden Kampf zu erfahren. Von welchem Kampf sprecht ihr? Der Dschihad. Der große Krieg aller Vampirclans. Die Chimiske gegen die Tremere. Und wir gegen beide. Die Tremere? Die Tremere waren dereinst ein Geschlecht von Magi, ein Teil des Ordens des Hermes. Sie stahlen Kains Geschenk von einem Clansgründer unserer Art, einem Vorsintflutlichen, einem von Kains Enkeln. Sie wollen die ganze Welt unterwandern und beherrschen. Sie verbinden die Macht Kains mit unaussprechlicher Magie. Die Unholder aus den Karpaten, die Chimiske, bekämpfen ebenfalls die Tremere. Die Chimiske sind in die Heimat der Ahnen der Vantru eingefallen, weshalb wir auf seltsame Weise mit den Vantru verbunden sind, die das glorreiche Karthago vernichteten. So haben wir uns mit dem Vampirprinzen Prags zusammengetan, dem Vantru Rudolf Brandl, fürs Erste. Auch ihr habt Grund, die Vantru zu hassen, Christoph. Ihr führt einen Krieg gegen die heidnischen Barbaren, weil die Vantru deren Führer zu Marionetten machten. Die Vantru sandten sie in den Krieg, um die feindlichen Chimiske zu stoppen. Die meisten Barbaren waren Wiedergänger, Ghule, die den Chimiske dienten. Auch andere Clans unterhalten Zufluchten hier in Prag. Ihr habt die Kappadozianer schon getroffen. Die Nosferatu lauern unterhalb des Friedhofs im Nordviertel. Viele aus König Ottokars Familie, den Prämüssels, sind Ghule der Chimiske. Seit der Ankunft der Tremere in Prag entwickelt sich ein Krieg, für den die Sterblichen arg ausgenutzt werden. Wir müssen dieses Grauen abwenden. Viele sind in Prag verschollen, auch Brucher. Wir hegen den Verdacht, sie sind den Chimiske-Unholden oder den anmaßenden Tremere zum Opfer gefallen. Wir müssen den Verschleppungen ein Ende setzen. Zuerst müssen wir versuchen, den Schaden wiedergutzumachen, der uns durch Mercurius' Verrat entstand. Herrin, ich will mich ins jüdische Viertel aufmachen, um den Rabbi vor Mercurius' Eingreifen zu warnen. Falls ihr Golem einem feigen Angriff zum Opfer fiel, kann er die Juden vielleicht nicht mehr vor den Chimiske schützen. Wir haben kein Bündnis mit den Kabbalisten im jüdischen Viertel. Und sie haben mächtige Glücksbringer, mit denen sie sich gegen unser Eins zur Wehr setzen können. Es ist unsere Pflicht, die Sterblichen zu beschützen. Sollten wir ihnen diese Nachricht zukommen lassen, schulden uns die Juden einen Gefallen. Doch zuerst gibt es noch viel zu tun. In 3 Nächten könnt ihr die Nachricht überbringen. Nehmt Christoph mit euch. Doch seid auf der Hut. Die Kabbalisten sind nicht gut, auf unser Eins zu sprechen. Okay, in Ordnung. In 3 Nächten kann es zu spät sein. Was kann zu spät sein? Dass die überfallen werden? Oder was? Maybe? Keine Ahnung. Kann sein. Ja, es kann zu spät sein. Wir sind in 3 Nächten kann es zu spät sein. Nur ein Auftrag mit Wilhelm und ihr seid ihm so ähnlich geworden. So sei es. Wilhelm geht mit Christoph heute Nacht ins jüdische Viertel und warnt den Rabbi. Juhu, machen wir. Oh, geil, wir haben Punkte gekriegt. Ja. Wir können uns skillen. Oh, toll. Wir haben jetzt auch Gestaltwandel. Ach. The Eye of the Tiger. Nee, The Eye of the Tier. Ja, brauchen wir aber nicht. Nö, ich glaube nicht. Nö. Lassen wir mal. Aber bei den anderen was Neues? Nö. Alles klar, nö, dann passt. Er hat nichts Neues. Nö. Wie viel? 2500. Uiuiui, nö, passt. Könnte man drauf sparen. Dann wird er richtig fett. Richtig fetter Tierbändiger. Dann kriegt er richtig fette Pranken. Richtig fetter Tierbändiger. Waterbinder. So, was sagt denn das hier? Wir töten sie den Golem. Den Golem? Geht's da um den Tongolem? Nee, wie ist denn? Gab's nicht irgendwie in dem jüdischen Glauben so ein Golem aus
Granit, keine Ahnung, oder nee, aus Ton. Ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwelche Zettel in den Mund legt. Genau. Und dann, hatten die nicht sogar bei den Simpsons? Ja. Guck mal. Hat Bart ihm noch den Zettel in den Mund gestopft, lebe oder so? Ja, genau. Und dann, das stimmt, das war diese Frau, dieser weibliche Golem, so nach Motto. Ach ja, genau. Ach, die Simpsons. Also wir müssen jetzt die Juden retten, dass die nicht von den Timisken angegriffen werden? Ich muss ganz ehrlich, ich steig durch die ganzen Zwiste da nicht durch. Mercurio hat ja irgendwie damit reingespielt. Mhm. Der gehörte ja zu den Kappadokianern. Die Kappadokianer sind ja eigentlich mit den Brucher verbündet. Auf jeden Fall jetzt dadurch, weil die haben gesagt, es wird uns helfen, mit den Kappadokianern die Bindung zu verbessern. Wo sind die Juden? Im Nordviertel? Nordviertel, oder? Ja. War doch Nordviertel. Ja, ich glaube schon. Bisschen Golem. Toll. Der das Nordviertel heimsucht, okay. Ah. Ja, dann rechts rum. Die Karte hilft eh nichts. Ich glaube da lang. Was waren jetzt mal Ghule? Ghule waren doch Menschen, die nicht komplett ausgetrunken werden, nicht? Ghule waren Menschen, die Vampirblut getrunken haben. Ach so rum. Und die werden dann ein bisschen krasser. Okay. Und aber auch abhängig. Was war das andere? Seid gegrüßt, junger Mann. Es gibt ja doch die Vampire, die... die Menschen, die von Vampiren immer nur angezapft werden. Also ich kenne das noch damals aus dem Pen and Paper, da gab es immer die Herde oder sowas, hieß es, glaube ich. Die Herde, und die Herde war, glaube ich... Okay. Also so eine Art Blutbeutel. Genau. Lebender Blutbeutel. Genau. Man hatte so einen Keller voll irgendwas. Und wenn der Prinz mal Lust hatte, durfte der sich auch daran vergehen. Nee, weiß ich nicht. Ich weiß noch damals, da gab es eine Situation mit dem Prinzen der Stadt, wo es dann auch darum ging, ja... Es gibt ja irgendwie immer so einen Prinz, der über die Viertel herrscht. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin auch nicht so bewandert drin. Nee. Ja. Komm, schmeiß einen weg. Weg, oder? Oder beide? Ja, komm, hau weg. Was wollen wir eh damit? Ja. Eigentlich können wir auch seine Waffe wegschmeißen. Den Bogen, komm. Benutzen wir eh nicht. Ist viel zu teuer. Der kriegt eine andere Nahkampfwaffe und fertig ist vielleicht. Weiß ich nicht. 2000? Ja, welche denn? Ist die Frage, ne? Claymore. Ja, vielleicht auch was Schnelles? Irgendwas gibt's, was geschickt basiert ist? Gibt's da überhaupt Waffen, die irgendwie basiert sind? Keiner. Krummsäbel. Kann der zwei Einhandwaffen tragen? Geht das eigentlich? Nee. Kein Dual-Wielding. Oh, ich glaube, das hatten wir schon mal ausprobiert. Kriegshammer? Da oben. Ein bisschen weiter oben, über dem grauen Plattenrüstungsding. Oh. 55 Körperkraft. Da ist er ja ganz schön weit weg von. Ja. Könnten wir irgendwann nehmen. Ist das einhändig? Ja, zweihändig. Schade. Zweihändig. Eigentlich bräuchte er irgendwas Schnelles. Weiß ich nicht, weil er wird ja jetzt nicht so stark, oder? Nee, denke ich auch nicht. Weil wenn wir ihn jetzt komplett auf Geschwindigkeit pumpen, dann, oder Geschicklichkeit pumpen. Ja, oder wir geben ihm dann irgendwie sowas, wenn wir ihn noch auf 45 kriegen. Wir können natürlich auch Waffen tauschen und Christoph das hier in die Hand drücken. Und er kriegt jetzt das Säbel dann und das Schild. Mhm. Wäre natürlich auch geil. Ja, jetzt können wir es auch nehmen, eine Option, ne? Ja, sonst machen wir es so. Ja. Weil, wie gesagt, ich würde ihn, glaube ich, lieber so ein bisschen... Er soll ja mit seinen Krallen auch kämpfen mit. Ja. Eigentlich braucht er ja auch nicht so eine fette Waffe. Das heißt, wir holen uns jetzt... Stimmt. Also, wir holen uns jetzt... Wir können natürlich auch die Budget-Version nehmen und ihm einfach die hier lassen. 45... Aber ich fände eigentlich schon geil, wenn wir jetzt so eine fette Zweihandwaffe kriegen eigentlich. Ja. Fände ich cool. Ja. Ja. Na gut, Schlacht bei aus Edelmetall. Juhu! Wie soll es sein? Juhu! Ihr habt meine Hand darauf. Das Geschäft ist besiegelt. Ist nicht rausgehen müssen eigentlich. Weil wir müssen eh gleich wieder Sachen verkaufen. Hm? Geht nicht? Achso. Dachte gerade. Das müssen wir wahrscheinlich eh wieder verkaufen. So, und der nimmt jetzt das, oder? Ja, doch, würde ich sagen, weil dann er soll eh seine Krallen benutzen, hat aber so wenigstens für die ersten Schläge auch noch ein Schild. Könnte sich also verteidigen ein bisschen. Gut. Alter, das Ding sieht cool aus. Hier ist er. Fettes Ding. Eine schöne Glewe. Ich glewe. Seid gegrüßt, junger Mann. Zack. Schön. Und trotzdem nur 1500. Geil. Alles klar. Gut. Dann. Guten Tag. Dann guten Tag. Scheiße. Was?
Wir hätten den ganzen Kappes hier auch noch lagern können. Oh, egal. Oh. Nee, jetzt ist egal. Jetzt will ich einen Golem töten. Okay. Hoch dem Golem. Irgendwie war ich gerade mitten in der Erzählung. Ich wollte sagen, da war der Prinz. Und einer aus unserer Vampirgruppe hat sich dann einfach mal so schön gegen den Prinz aufgelehnt. Normalerweise ist es ja, wenn der Prinz kommt, wenn du irgendwie auch nur ansatzweise mit dem Prinzen da im Gespräch bist, dann solltest du dein Haupt senken, so nach dem Motto, mal ganz gepflegt den Mund halten. Aber ja. Das ist schön im Pen and Paper. Kannst halt machen, was ist denn hier los? Okay. Da liegen Leute. Hier sind wir noch nie gewesen, oder? Nee, stimmt. Nordviertel war bis jetzt immer zu. Das Viertel von Nord. Aber wir haben jetzt auch das Nordfragment. Hahaha. Da links war's. Nix. Nö. Kann ich sehen. Hol mal eine Fackel raus. Ach, Quatsch. Wir müssen bereit sein. Da links von rein? Nein. Nee, kann man nicht. Helft uns! Machen wir. Der Golem Makaba ist außer Kontrolle geraten. Makka? Golem Makaba. Was? Was für ein Makka? Ah? Ja, machen wir. Wir helfen euch, wenn wir hier das Gebiet erkundet haben. da kann man bestimmt noch rein. Das ist bestimmt dann der... Ach nee, die Nosferatu waren auf dem Friedhof, haben die gesagt. Kann sein. Trefft man aber dann... Aber Kanalisation ist auch so ein Nosferatu-Gebiet eigentlich, ne? Eigentlich schon. Oh, wir hatten Nossi in der Gruppe. Der war voll eklig. Ich habe auch mal Nossi gespielt. Der war komplett zusammengenäht. War eigentlich ganz witzig. Der war sozusagen mal bei einem Chirurgen, der wissen wollte, was ein Nosferatu macht. Rettet uns! Unser eigener Golem hat den Verstand verloren! Kann der Rabbi diese Wesen steuern? Ja, doch der Rabbi ist tot. Ich bin sein Sohn Mendel. Sagt, wie tötet man einen Golem, Mendel? Das Leben des Golems entspringt der Wahrheit. Er spricht in Rätseln. Das Wort Wahrheit wurde auf ein Stück Pergament geschrieben und in den Mund der Kreatur gelegt. Ah. Das hebräische Wort für Wahrheit und das für Tod unterscheiden sich lediglich in einem Buchstaben. Zerstört diesen einen Buchstaben und alles Leben verlässt die Kreatur. Ah, da konnte jemand nicht schreiben. Mhm. Schön. Legastheniker Zettel in den Mund gelegt. Super. So ist das also. Das Wort war, aber da hatten wir doch, wir hatten recht. Ich glaub's kaum. Was die Simpsons uns beigebracht haben. Ach ja, steck Kohle mit dem Zettel in den Mund. Fertig ist und schon kennst du dich mit der jüdischen Geschichte aus. Sehr geil. Nee, was wollte ich eben gesagt haben? Irgendwas mit Nosferatu. Nosferatu, genau. Ich hatte Nosferatu gespielt, der bei einem Chirurgen auf dem Seziertisch sozusagen lag. Oder besser bei einem Chirurgen, wollte ich gerade sagen. In der Leichenkammer. Mhm. Und da wollte der eine wissen mal so, was in so einem Vampir vor sich geht. Und hat ihn fast komplett auseinandergeschnitten. Da ist aber mitten in der OP sozusagen aufgewacht. Dann musste er irgendwann wieder zusammengeflickt werden. Das sah ganz cool aus. Hatte überall am Körper, also wirklich überall Narben, die durch den kompletten Körper überall durchgehen. Weiß nicht. War für mich schon hässlich genug. Normalerweise leben Nossis ja davon, dass sie auch Eiterbeulen und was weiß ich nicht alles haben. Ja. Das fand ich zu blöd. Nee. Ich wollte wenigstens noch so ein schöner, hässlicher sein. Oh Mann. Ja, tut mir leid. Nur schöne Narben, ne? Ja, natürlich. Ja, 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 ja. Schöne, perfekte Narben. So diese typischen Anime-Narben. Gut. Alles klar. Gehen wir da runter oder hier durch? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, entfernt einen Buchstaben. Ja, aber hinter denen wahrscheinlich. Da, wo die Frau auch wahrscheinlich rausgeschlichen kam. Ja. Ja, dann gehen wir erstmal links. Erstmal gegen gerade. Ah, wie auch hier der Voice Act da überzeugend war. Mein Vater ist tot. Mein Vater ist tot. Ich bin sein Sohn. Hallo. Schön, dich kennenzulernen, wer auch immer du bist. Du siehst mir aus wie ein Vampir, der Golems jagt. Kann man auch nicht rein, schade. Sowieso. Die Voice Actor sind immer so genial. So total kalt eigentlich. Also ja. Ohne Emotion, ohne irgendwas. Okay, ich glaube, da ist nicht. Oh doch, da kann man nicht. Nee, kann man nicht. Kann man doch nicht. Ach, Manu. Na gut, dann haben wir ja nur noch einen Weg. Aber es ist Open World. Alles klar, Mendel. Wir bringen es zu Ende. Wir suchen den Rabbi. Er ist tot, ich bin der Sohn. Er ist mein Vater, er ist tot. Er ist mein Vater, er ist tot. Hallo? Hallo? Golem?
mächtig. Krass. Er hat von links geschlagen. Pause. Muss ich gerade mal die Hände aus der Hosentasche nehmen? Das gibt's ja gar nicht. Wie auf der Arbeit. Wenn auf einmal einer sagt, hier, arbeite mal. Dann sagt, was? Oh, nee. Ich muss die Hände aus der Hosentasche nehmen. Alles klar, dann mal los. Ach, jetzt. Mal lochen. Makabasch. Makaba. Makwapa. Viel Schaden macht er nicht. Oh. Sag das nicht. Warte. Ja. Oh, heilig. Heilig. Unser macht gar nichts. Wieso machst du nichts? Hast du ihm mal. Gib ihm mal Krallen. Oder hat er schon Krallen? Der hat schon Krallen. Ah, okay. Der springt da nicht gerade rum. Wow. Alter Schwede. Okay, scheiße. Da können wir uns auch nicht heilen, ne? Nee. Oh, wir haben ihn. Zersplattert. Was hat er gedroppt? Shem. Makabasch Shem. Achso, der Shem ist ja der Zettel, wo alles draufsteht. Das ist auch ein schöner Zettel, oder? Ja. Solch kabbalistische Magie erweckte den Golem. Aha. Okay. Haben wir das jetzt im Inventar? Können wir uns das angucken? Nö. Nee, ist wieder so ein Questgegenstand irgendwo. Ach so. Bringen Sie den Shem zu Mendel zurück. Okay. Machen wir doch gleich. Eine Tür. Okay, gucken wir gleich durch. Aber wie er auch nach links geschlagen hat und alle Steine nach rechts geflogen sind. Sehr gut. Oh ja. Sehr physikbasiert. Natürlich. Nichts geskriptet? Dann macht das, passiert noch was passiert, ne? Ich weiß nicht, gucken wir uns hier um? Oder ja, natürlich, nein. Natürlich gucken wir uns um. Wir gucken uns immer. Ach, der Friedhof. Aha. Nossis. Hallo, Nossis. Da hinten leuchtet's. Ja. Da war eine LED aufgestellt. Ein schöner, so ein Friedhofstrahler. Echt, Alter. Ganz schön kaltes Licht. Alter. Das ist kein Licht, das ist eine Seele. Dass jemand einfach mal so eine Seele eingesperrt hat, sich gedacht, Mensch, die macht ja ganz gut Leuchtkraft hier. Das ist ein Seel. Oh, jetzt aus. Nee. Aha. Das ist ein Loch. Ah. Hm. Da können wir bestimmt noch irgendwann mal rein. Da können wir mit Sicherheit rein. Wenn wir gegen den Golem verlieren. Oha, eine Krypta da unten. Gut, aber ich glaube, zu den Nossis kommen wir bestimmt dann noch. Da müssen wir mit Sicherheit noch hin. Wir gucken trotzdem. Ach, wir können da echt schon runter. Oh. Wir spielen vor. Juhu. Wahrscheinlich kommt gleich irgendwas. Oh, nee. Tötet uns. Nun, da der Golem tot ist, müssen wir Josef, den Anführer des Clans Nosferatu, aufsuchen. Er kontrolliert das jüdische Viertel Prags. Und der Brauch gebietet, dass wir ihn von den Vorkommnissen unterrichten. Seid gewarnt. Der Kuss der Nosferatu bringt die Verformung von Gesicht und Körper mit sich. Sie wählten ein Leben abseits der Blicke der Sterblichen und der anderen Kainiten. Doch sie haben Kenntnisse, von denen selbst die Bucha nichts ahnen. Doch reichten unsere Kenntnisse nicht aus, das Gemetzel dieser Nacht zu verhindern? Grüße von Ekaterina der Weisen. Weise? Nicht weise genug, um die Sterblichen vor dem kainetischen Verrat zu bewahren. Auch ich vermochte es nicht. Es ist alles wieder im Lot, dank des Mutes der prometheischen Brucha. Ist es das? Ein weiteres Viertel Prags ist schutzlos vor den Unholden, die des Nachts die Unschuldigen rauben? Die Söhne Kains und die Abels fehlen gleichermaßen. Doch freut es mich, dass ihr den Golem aufgehalten habt. Überbringt eurer Herrin meine Grüße. Wohin führen all diese Gänge? Überall hin. Überall hin, wo Sterbliche in Prag leben. Es gibt geheime Eingänge selbst zu den uneinnehmbarsten Festen der Sterblichen in Prag. Wie praktisch. Geht dort nicht hinein, Grünschnabel. Tut ihr es doch, werde ich euch die Haut von eurem schönen, unversehrten Gesicht abziehen und sie als Maske tragen.
Meine Tunnel sind nur für die Nosferatu. Oder die, die den Preis bezahlen. Welchen Preis? Bringt mir einen Kelch voll süßen Blutes eines Ahnen der Kainiten mit wunderschönem Gesicht. Oder bleibt meinen Höhlen fern. Können wir nicht mal eben schnell hier, da haben wir noch so ein Blutgetränk da. Ja, hier, bitteschön. Das ist das beste Ahnenblut mit einem wunderschönen Gesicht. Das ist unser. Da hat ja Christoph aber wirklich Glück gehabt, dass er nicht von dem Nosferatu geküsst wurde. Ja. Sonst hätte jetzt Aneska da gestanden und dann so, oh mein Gott, euer Gesicht ist so, oh Gott, was ist mit dir passiert? Ich hab euch jetzt gar nicht, oh Gott. Ihr seid so blass und so, oh Gott. Es wäre so eine schöne Das Biest-Geschichte geworden. Ich liebe dich, auch wenn du so aussiehst. Ich wollte gerade sagen, hier. Ja, wir müssen sowieso noch den Cem zurückbringen. Genau, den Cem. Hoffentlich haben wir es jetzt nicht kaputt gespielt. Meinst du? Oh, ich wäre mir da nicht so sicher. Ach, die Spiele damals waren schlauer als heute. Der Dämon ist nicht mehr. Der Golem war kein Dämon. Er war einer und wir sandten ihn zur Hölle. Den Golem bewegte die Kraft des Lebens. Seine Seele kehrt zurück in Abrahams Schoß. Was, ihr blasphemischer Hexer? Dieses irdene Monster hat keine Seele. Ich bin kein Hexer. Ich bin ein Kabbalist. Alles Leben stammt von Gott. Alle Menschen, Tiere, jedes Wesen, auch dieser Golem. Sogar Vampire, wie ihr es seid. Lügner, ihr spielt mit meinem Verstand. Einer wie ich kann nicht erlöst werden. Der Himmel bleibt mir verwehrt. Mitnichten. Alles Leben entspringt einem Ort und zu diesem kehrt es zurück. Weshalb sollte Gott solche Kreaturen schaffen? Um die Menschheit zu plagen. Sie alle sind ein Teil des Reichs Gottes, gesandt, um unseren Glauben zu prüfen, so wie der Teufel einst den schlichten Glauben Hiobs versuchte. Wie steht es um euren Glauben, Kreuzzügler? Nicht gut, denn Gott hat meine Seele verlassen. Die Frage ist nicht, ob Gott euch verlassen hat, selbstsüchtiger Junge. Sie ist, ob ihr Gott verlasst und zum Tier werdet. Ich werde über eure Worte nachdenken. Es steckt keine Magie hinter diesem Cem. Es sind nur Buchstaben. Buchstaben, die den Golem mit dem wahren Quell seiner Energie verbinden. Nichtsdestotrotz wären die Kappadozianer höchst erfreut über etwas derartiges. Damit könnten sie Golems zu ihrem eigenen Schutz erschaffen. Der Cem ist euer. Macht damit, was immer euch beliebt. Ja, wir haben Cem gekriegt. Ich finde es aber auch ganz cool gemacht, auch einfach so mal diesen jüdischen Glauben dann neben den christlichen Glauben zu stellen. Mhm. Auch. Und das machen die wirklich sehr schön. Können wir uns schon irgendwie weiterskillen? Machen wir irgendwas? Nö. Ich würde es erstmal auf später verschieben. Wir haben jetzt auch schon so viel geskillt irgendwie gerade. Mhm. Wir haben jetzt einen Cem, mit dem wir machen können, was wir wollen. Garinol, den Cem. Ja, wer ist Garinol? Der von den Kappadozianern. Das Oberhaupt. Haben wir noch nicht getroffen. Achso, ich wollte gerade fragen, hatten wir den schon gesehen? Nö. Wie kommen wir da hin? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich zum Kappadozianer-Kloster. Wahrscheinlich. Müsste jetzt wieder da sein. Oh mein Gott, ist das weit weg. Wollen wir die Leichen hier wegmachen? Wie lange hält eigentlich die Nacht dann? Hat nicht vorhin noch Wilhelm zu uns gesagt, oh, es wird gleich hell, wir sollten schlafen gehen. Ja, wir haben noch geschlafen. Echt? Ja. Hat nicht hier E-Bike Katharina da zu uns gesagt, oh, wir machen das alles heute noch in dieser Nacht. Ja gut, das kann sein. Siehst du? In dieser eins Nacht. Diese eins Nacht. Judithsbrücke, ne? Yep. War noch irgendwas? Nö. Doch, wir können noch mal eben ganz kurz. Was? Nein. Nee, vergiss es. Was wolltest du machen? Lagern. Ja. Oh. Nee. Jetzt kriegen wir einen Lagerschaden. Aha. Jetzt kriegen unsere Zuschauer einen Lagerschaden. Das wahrscheinlich sowieso. Wir haben Zuschauer. Was? Ich. Ach so. Ich schaue dir gerade beim Spielen zu. Da. Ja, ja, doch. Zum Kloster. Laden. Peter in Hügel. Peter in Hügel. Das ist polnisch. Ah. Heil Garinol vom Clan der Kappadozianer, Meister der Kunst des Todes. Heil euch, Diener der Weißen Ekaterina vom Clan Brucher. Seid mir willkommen.
Und heil auch euch, tapferer Christoph, der die Unholdin in den Minen auslöschte. Ich fordere keine Vergeltung für die Zerstörung meiner Zuflucht. Vielmehr möchte ich euch und eurem Clan danken, dass ihr Licht auf den Verrat meines boshaften Kindes Mercurio geworfen habt. Ich überreiche euch das hier als Präsent von Ekaterina der Weisen, Herrin der Brucher. Ah ja, es könnte mir nützlich sein, sehr nützlich sogar, um uns vor den Wirren dieser Zeit zu bewahren. Teilt eurer Herrin meinen Dank mit. Ich stehe in ihrer Schuld. So sei es. Ich wünschte nur, wir hätten keinen so hohen Preis für diesen Schem bezahlen müssen. Ich bedauere das Blut, welches im jüdischen Viertel durch die Schuld des niederträchtigen Mercurio vergossen wurde. Ich mache mir Vorwürfe wegen seiner Missetaten. Der gute Rabbi ist jetzt im Reich der Toten, wo sich alle Weisheit verbirgt. Und schuld daran bin ich. Bitte teilt Ekaterina mit. Ich werde ihrer prometheischen Sache dienen und mich mit ihr zusammentun, um unsere ungewisse Zukunft zu sichern. Um einen Teil meiner Schuld zu begleichen, biete ich euch mein geliebtes Kind Serena. Sie wird euch bei euren Vorhaben unterstützen. Ich bete, meine Dienste mögen euch von Nutzen sein. Oh, im Serena in der Gruppe. Mhm. Ist das nicht die gleiche, die vorhin noch rumgeschrien hat? Nee, sieht nur so aus. Das kann Serena. Ihr gebt euch in die Zuflucht, um zu ruhen. Ach, wir dürfen wieder ins Bett. Aber erstmal will ich gucken, was Serena kann. Und die guckt so traurig. Ich hab keinen Bock auf diesen Scheiß hier. Macht doch, was ihr wollt. Ich hab einen Dolch. Ja, der auch noch richtig kacke ist. Vielleicht rüsten die mich ja aus mit irgendwas Gutem. Aha. Ja, geschärfte Sinne. Aura wahrnehmen. Schärft die Vampirsinne? Zeigt die Aura und andere Eigenschaften des gewählten Wesens. Okay, so. Seelenstärke. Schutz vor Schaden. Das ist doch cool. Nur bei sich? Glaub schon. Mortis. Ja. Herr der Untoten. Weckt die gewählte Leiche, um zu helfen. Vigor Mortis? Cool. Gewährt die Kontrolle über das gewählte tote Wesen. Was macht das erst nochmal? Erweckt die gewählte Leiche, um zu helfen. Kontrolle über das tote Wesen. Wo ist der Unterschied? Beim ersten erweckt man es und es kämpft automatisch und beim zweiten kann man es steuern? Vielleicht. Wäre ganz schön sinnfrei. Vielleicht kann man damit aber auch zum Beispiel feindliche Untote bekehren. Ohlolo. Ja. Weiß ich nicht. Nee, gut, komm. Könnte ich mir vorstellen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall einen, die wir... Ich würde sagen, die skillen wir auf Charisma. Alles. Aua. Oder? Vielleicht. Das wäre ganz geil. So ein bisschen Wissen, Charisma und so. Dann haben wir jetzt einen geschickten, schnellen. Dann haben wir uns als prügelnder Depp. Und dann so die schöne Emo-Braun. Ja. Wir können ja mal gucken, was hier noch für Fähigkeiten kommen und das danach noch so ein bisschen. Ja. Und auch gucken, wo sie sowieso machen. Selbst schon ihre Werte hat. Go Mortis ist noch gar nicht drin. Seelenstärke würde ich noch hier oben hinpacken. Ja, pack mal Viggo Mortis rein. Zack. Gibt's nicht eine Band, die Viggo Mortis heißt? Nee, gibt's halt bestimmt. Hatio Mortis, aber Viggo Mortis bestimmt auch. Irgendeine Gothic-Band. Singen Lieder wie Ich kam aus meinem Sarg und warte es auf war den Tag. Die Milch macht mich so stark. Denn ich lauf ganzen Tag durch Prag. Funny. Mein Auto hat versagt. Genau so klingen Gothic Bands. Klar, so eine Gothic Punk Band. Ach so, ja. Entschuldigung. Das ist denn schon wieder was ganz anderes. Hab ich nicht dazu gesagt.
Die guckt echt so, Mann, die versaut einem den ganzen Tag. Guckt ihr mal ihr Gesicht an, die ist echt so, oh. Jetzt hat er mich mit den beiden Deppen losgeschickt. Wo bin ich? Du sitzt neben mir. Ach so. Du bist hier. Wo bin ich in Prag? Ach so. Oh. Du bist nicht in Prag. Wir sitzen nicht in Prag. Kannst du aufhören, die Leute anzustupsen? Nein. Stups, links. Wenn ich schon so eine große Lanze hab. Oh, da wird sich Aneska wieder... Da wird Aneska... Oh, mein Herr. Ach, was wollt ihr mit dieser... Ich verstehe euren Gram, Christoph. Lanze. Als Garinol mir den Kuss gab, war ich gezwungen, alles, was mir in der Welt der Sterblichen teuer war, hinter mir zu lassen. Der Verlust wiegt immer noch schwer und lässt mich verzweifeln. Ich werde euch über euren Kummer hinweg helfen, so gut ich kann. Ich danke euch. Doch ich werde meine Hoffnung auf ein Zusammenkommen mit Aneska nicht aufgeben, auch wenn es aussichtslos erscheint. Dann kann sich eure Aneska glücklich schätzen, auch wenn solche Hoffnung nur zu noch mehr Leid führen kann.